Vor langer Zeit gerieten zwei Drachen, die sich sehr liebten, in einen sehr starken Regen. Das Einzige, was die Drachen nicht mochten, war das regnerische Wetter. Denn wenn ihre Flügel nass wurden, schlug der Blitz in sie ein. Ihre Flocken wurden beschädigt und sie konnten kein Feuer mehr spucken. An diesem Tag gab es einen so starken Sturm, dass der violette Drache weit von seinem Geliebten, dem gelben Drachen, weggeschleudert wurde. Obwohl der gelbe Drache nach seinem Geliebten suchen wollte, blieb sie, wo sie war, weil ihre Flügel nass waren und sie nicht mehr fliegen konnte. Sie war sehr traurig. Und der lila Drache trieb in eine Höhle auf dem Gipfel eines hohen Berges. Was ist das für ein Ort? Wo bin ich? Aus dem Inneren der Höhle war ein sehr lautes Geräusch zu hören. Diese Stimme gehörte dem bösen Bao, der halb Wolf, halb Löwe war. Ich bin der Herr des Sturms und der Blitze, Bao! Und du bist ein feuerspeilender Drache. Der lila Drache war so erschrocken, dass Bao, sobald er wegfliegen wollte, einen Blitz in den Himmel schoss. Ich werde dich nicht gehen lassen, bis du mir sagst, wie du Feuer spuckst. Du wirst mir dein Geheimnis schon verraten. Nein, das werde ich niemals tun. Dann werde ich es für immer regnen lassen und dich hier gefangen halten. Der lila Drache war nun bei Baos Höhle gefangen. Zu dieser Zeit suchte der gelbe Drache überall nach seinem Geliebten, dem lila Drachen. Sie suchte ihn im Bärennest, im Garten des Elefanten, sogar in einem Kaninchenbau, konnte ihn aber nirgends finden. Als der gelbe Drache weinte, kam ein Pferd auf ihn zu. Warum bist du so traurig, Drache? Was ist passiert? Mein Schatz, der lila Drache, ist verschwunden. Es wird bald wieder anfangen zu regnen und ich werde ihn nicht suchen können, weil meine Schuppen beschädigt sind. Hast du den Försteraffen gefragt? Vielleicht weiß er es. Danke, ich werde sofort nachfragen. Warte! Nimm diesen Stoff und bedecke dich. Er wird dich lange, lange Zeit vor dem Regen schützen. Der gelbe Drache nahm den roten Stoff und zog durch den Wald. Zu dieser Zeit begann es wieder zu regnen. Der gelbe Drache kam endlich beim Förster an. Sie fragte ihn, ob er den lila Drachen gesehen habe. Ja, ich habe ihn gesehen. Er flog oben am Himmel. Schau, das ist eine Schuppe, die er fallen ließ. Er trieb auf die Kiefern zu. Der gelbe Drache flog schnell zu der Stelle, wo die Kiefern standen, als der Regen ein wenig aufgehört hatte. Sie sah sich um, fand aber keine Spur von ihrem Geliebten. In diesem Moment erschien ein Kaninchen vor ihr. Hallo Kaninchen, hast du hier irgendwo einen lila Drachen gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Er flog in Richtung Sumpf. Als der gelbe Drache auf den Sumpf zuflog, war der Himmel wieder von schwarzen Wolken bedeckt. Wenn du wissen willst, warum es immer regnet, such den Ochsen. Der gelbe Drache flog schnell zum Rand des Sumpfes. Dort fand sie einen Ochsen, der unter einer Weide wartete, um sich vor dem Regen zu schützen. Ich suche einen lila Drachen. Ich frage mich, ob du ihn hier irgendwo gesehen hast, Ochse. Oh nein, nicht hier. Ich habe ihn über diesen steilen Bergen dort gesehen. Aber du musst vorsichtig sein. Bao lebt dort. Bao? Ja, er ist der Herr des Regens und des Blitzes. Er ist sehr arrogant und lieblos. Er ist ein geiziger Typ, der einfach alles für sich haben will. Jetzt verstehe ich. Deshalb hört der Regen nie auf. Bao muss den lila Drachen gefangen haben. Du kannst Bao mit deinem Feuer aufhalten. Wenn du in der Lage sein willst, Feuer zu speien, wenn es regnet, geh zum Tiger und hol dir Hilfe. Der gelbe Drache flog schnell zu dem Tiger, bevor es weiter zu regnen begann. Ja, ein Stück weiter findest du eine Schlange. Sie wird dir eine magische rote Chili geben. Iss sie in einem Zug. Der gelbe Drache ging zur Schlange, wie der Tiger sagte. In diesem Moment erschienen wieder dunkle Wolken am Himmel. Beeil dich, Schlange.
Gib mir den Zauberpfeffer, es wird bald regnen. Die Schlange tauchte ihren Kopf in den Boden und zog eine magische rote Paprika heraus. Der Moment, in dem der gelbe Drache den Pfeffer in einem Zug verschlang, begann es wieder zu regnen und zu stürmen. Aber dieses Mal war der gelbe Drache weder kalt noch schuppig. Mit großem Mut breitete sie ihre Flügel aus und begann auf den steilen Berg zuzufliegen. Komm schon, sag mir, wie du Feuer spuckst. Oder ich binde diesen Felsbrocken an deinem Bein niemals los und du wirst nie wieder fliegen können. Nein, das Feuer gehört nur uns Drachen und du wirst es niemals erlernen können. Gerade als Bao auf den lila Drachen zuging, erschien ein Feuerball hinter ihm. Was? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Feuer kann im Regen nicht brennen. Aus dem riesigen Feuerball tauchte der gelbe Drache auf. Befreie meinen geliebten Bao, jetzt! Nein, ich werde ihn nicht freilassen, wenn er mir nicht das Geheimnis des Feuers verrät. Der gelbe Drache stoppte zuerst den Regen, indem er Feuer in die dunklen Wolken am Himmel spuckte. Dann schmolz sie den Felsen, an den der lila Drache gebunden war. So wurde der violette Drache befreit. Bao war überwältigt von der Kraft, die er sah. Wie kannst du stärker sein als ich? Das ist die Macht der Liebe, nicht des Feuers oder der Stürme, Bao. Genau, du brauchst kein Feuer, um stark zu sein. Und du bist kein Drache. Bin ich nicht, aber ich kann alles haben. Alles! Nein, du kannst keine Liebe haben, Bao. Du fühlst Liebe nur in deinem Herzen. Der gelbe und der lila Drache waren sehr glücklich, endlich wieder vereint zu sein. Bao hatte sich noch nie so schwach gefühlt. Dank zweier Drachen akzeptierte er jedoch die Existenz der Liebe in seinem Herzen und schloss sich dem zwitschernden Leben im Wald an. Nach diesem Tag konnten die Drachen auch bei Regenwetter frei fliegen und hinterließen sogar für immer die Spur der Liebe am Himmel, indem sie Feuer spuckten. Wenn Schneewittchen den Apfel, den die alte Frau ihr gegeben hat, nicht gegessen hätte, wenn Cinderella die Zeit vergessen und weiter mit dem Prinzen getanzt hätte, wenn die kleine Meerjungfrau den Prinzen nicht aus dem sinkenden Schiff gerettet hätte, wenn Hänsel und Gretel nicht in das Lebkuchenhaus eingetreten wären oder wenn Rotkäppchen dem Wolf nicht gesagt hätte, wohin sie auf dem Weg war, dann würden keine dieser Märchen existieren. Sie nehmen uns mit auf spannende Abenteuer in magische Länder. Sie kämpfen gegen das Böse und manchmal gegen die Zeit. Sie zeigen uns, was die wahre Bedeutung ist von Leidenschaft, Liebe, Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Teilen und Familie. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht. Aber am Ende haben wir immer etwas gelernt. Die schönsten und beliebtesten Märchen und Fabeln zu finden auf Addis Ababa Children's Classic Channel auf YouTube.